Welcome back, everybody, zu Unepic. Ja, wir haben letztes Mal da einen Haufen von irgendwelchen Idioten abgeschlachtet. Und ich würde sagen, wir gucken mal weiter, was uns erwartet. Ich möchte vor allem wissen, was da unten ist. Und ja, Lukas, dieses Feuerzeug ist awesome. Das ist das Feuerzeug of Awesomeness. Und, gib mir mal den Bogen. Ganz ehrlich, ich möchte mit dieser wenigen Energie, die wir noch haben, nicht zu der Schlange persönlich hingehen. Ich möchte mich eigentlich gar nicht mehr mit Gegnern anlegen. Was gibt's denn hier so? Ein Charakter, ein Charakter! Wir dürfen reden! Hey! Was für ein hübsches kleines Mädchen! Warum weinst du? Ein böser Hund? Ist der sehr groß? Du weißt schon, 3 Meter hoch und dreiköpfig wie in Harry Potter? Oder anderen verschiedenen Sagen? Das ist ein kleiner Hund, der verflucht ist, der wird das Haus schon wieder mal so vor ihr einzugehen. Ein kleiner Wadenbeißer? Weißt du, ich mag Köter nicht, aber diesmal ist keiner da, dem er vielleicht fehlen würde. Ich werde das genießen. Keine Sorge, kleines Mädchen, ich bringe dir deine Puppe gleich zurück. Eine Puppe wieder beschaffen? Was denkst du dir? Siehst du nicht, dass das Mädchen völlig schutzlos ist? Töte sie! Töte sie! Wirklich, Ceratul, sei nicht so ein Arschloch, du Arschloch. Ich habe meinen Hund geklaut. Was ist hier drin? Ah, wunderbar, den nehmen wir auch gleich. Wobei ich so das Gefühl habe, dass wir den auch sowieso gleich bräuchten, aber okay. Gucken wir mal. Rüsten wir erstmal das Schwert wieder aus. Dankeschön. Was denn? Was denn? Was denn? Nein! Was eine Dreckshöhle! Oh, wie gut ist das denn, aber. Jetzt muss ich aber hoch, ne? Der war etwas höher gelegen. Das heißt, ich brauche den Aufzug. Oh fuck. Einfach mal. Einmal genug Pfeile, so ist ja nicht. Mal testen, ob Gegner da sind. So, wo steige ich denn aus? Ich würde sagen, da. Fuck you. Ja, wenn man mit der Leertaste springen will, statt mit Pfeiltaste hoch, ist natürlich extrem intelligent gewesen. Müssen wir jetzt kurz hier warten. Eigentlich würde ich am liebsten mal zum Speicherort zurück, damit ich mich mal heilen kann. Das würde mir doch sehr gefallen. So, was mache ich denn jetzt in der Zeit? Ich gucke mal ein bisschen durch, was wir so haben. Gut gekaut kann der Saft zum Herstellen von magischen Tränken verwendet werden. Ja, das ist bei fast allem irgendwas so. Chance. Ah ne, den trage ich ja auch schon. Ja. Trank der während der Zauber aktiv ist. Mhm. Nehmen wir doch mal. Ein bisschen Heilung kann nicht schaden. Vor allem nicht bei dieser Misthöhle. So, und jetzt Pfeiltaste hoch, Fopsi. Pfeiltaste hoch. Komm schon, komm schon, komm schon. Yeah, man. I'm the man. Ja, Schlange, Schlange. Oh, du hast was fallen lassen. Grüne magische Essenz. Hier ist alles entweder grün, magisch oder eine Essenz. So, wo ist dieser Köter? Okay, da ist erstmal eine Schlange. Ha. 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 In your face. Und der letzte. Jawohl. Nein, du sollst bitte auf das Schwert wechseln. Ich muss jetzt einen bösen Hund bekämpfen. Wo ist der Hund? Ah, was ist das? Geh weg. Alter! Wuhu! Wow! Lass mich in Ruhe! Was ist denn hier los? Nein! Ich will. Nein! Ich will. Was hier? Was ist hier los? Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ameisen! Stirbt! Bitte! Du hast Energie! Nein, da kommt mehr raus! Nein! Au! Nein! Nein! Was? Boah, ist das... Ach du Kacke, ist das asozial. Ja. Alles klar.
Ich würde gerne mal da rein, aber ich weiß, dass wir dann sterben werden. Wo war denn der Hund jetzt? Der war doch da. Moment. Wenn ich einfach nur weit genug weg bin? Nee. Nee, das werden wir nie schaffen. Also ich wette mal, wir brauchen noch irgendeinen anderen Gegenstand, um diese Quest zu erledigen. Kopfhörer oder so, irgendwas Banales halt. Mein Gott. Ist aber nicht schlimm, den Trank nehme ich trotzdem mit. Die helfe ich dann später, kleines Mädchen. Da musst du halt noch ein bisschen warten. Ja. Schlange. Gut, jetzt sind wir schon irgendwie 20 Mal gestorben. In diesem Part, ist doch herrlich. Und ja. Ein letztes Mal, ich verspreche es euch. So, komm, dann erkunden wir mal ein bisschen mehr hier. Das geht mir doch ein bisschen langsam. Ich möchte auch ein bisschen was vom Spiel sehen, so ist ja nicht. Würdest du... Toll, wenn man unten auf die Leiste achtet, statt auf den Bildschirm und einfach weiterläuft. So. Jetzt, aber. Konzentration. Fopsy, es ist nur eine Schlange. Du hast nichts gegen Schlangen, du magst sie sogar. In your face. In your back face. In your back face, vor allem. Oh ja, verschwenden wir Pfeile. Grüne magische Essenz. Achso, ganz wichtig. So, Schwert ausrüsten. Und yay! Yay! Gucken wir mal hier ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Das ist ein ziemlich großer Stollen. Das finde ich eigentlich... Aber ist das jetzt ein Arbeiterstollen oder ist das ein Ameisenstollen? Okay. Okay. Kann ich? Moment. So. Jetzt bin ich noch in der Dunkelheit versteckt. Ich bitte dich. Komm schon. Hopp. Ach du Kacke. Ne, der heilt sich. Wieso? Wieso? Von was wurde er geheilt? Was zur Hölle? Okay. Ah, ah. Moment. Der ist leicht. Damit kann ich arbeiten. Oh, den schaffe ich sogar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, was hast du denn zu berichten, Kollege? Ah, groß und stark. Du bist ein guter Kandidat. Kandidat? Wofür? Weibchen zu schwängern. Ja. Weibchen zu schwängern. What? Haha. Er hat dich wohl mit einem Keks verwechselt. Sehr gut. Es ist die Paarungszeit dieser stumpfsinnigen Kreaturen. Die Weibchen sperren sich in ihren Schlafkammern ein, während die Männchen darum kämpfen, der Alpha-Mann zu werden. Völlig falsche Stimme ich benutzen. Mich anhören wie Yoda, ich tun. Welch ein Zufall, dass da ein Champion drauf wartet, für die Ehre zu kämpfen, das Hokran zu tragen. Das Hokran ist das heilige Tod und mehr Fruchtbarkeit dieser bedauernswerten Kreatur. Es ist jämmerlich. Der Hengst zeigt es dem brünzigen Weibchen und sie werden verrückt. Wie du dir denken kannst, eine lächerliche und erbärmliche Vorstellung. Ich verstehe, und der Typ dachte, dass ich ganz rollig die Weibchen beglücke. Haha, wie töricht sie sind. Ja, wie dämlich. Ich, ein Haufen Mädchennagel und auch noch kostenlos. Wie verrückt. Wirklich sehr dumm. Du solltest auf die Enttäuschung in deinem Gesicht achten, wenn du die Einladung ablehnst. Fremder, akzeptierst du die Herausforderung? Natürlich, wo sind die Weibchen? Gehe durch die Tür und hinunter. Aber... Was? Warum diese Lügen? Es ist keine Lüge, Alter. Ich hole mir dieses Totem und werde etwas Spaß haben. Was? Wieso? Das macht keinen Sinn. Warum tust du das? Weil ich geil bin, okay? Ich bin heißer als ein Toaster. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt Sex hatte. Außerdem, das ist eine Chance auf Sex kostenlos und mit mehreren Mädels.
Aber sie gehören noch nicht deiner Rasse an. Sie sind Monster, Ausgeburten der Nacht. Was für ein verkommenes Geschöpf bist du eigentlich? Alter Schwede. Ich sehe, du hast noch nie den Spruch, ein Loch ist ein Loch gehört. Oder Hauptsache zappelt und es hat ein Loch im Pelz. Ich werde meinen Spaß haben. Zum Angriff! Oh Mann. So, wie... Sehr, also... sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber ich benutze trotzdem mal diesen blöden Trank hier. Ich habe so das Gefühl, dass wir gleich ziemlich den Arsch aufgerissen kriegen. Ah, wie gut ist das denn eigentlich? Oh Mann. Schön. Ah, Moment. Alter. Okay. Stirb. Ja, nicht mich. Okay, er ist ein Champion. Das sieht man. Okay, einmal versuche ich es aber noch, weil... Moment, habe ich den Trank genommen? Ja. Nee, habe ich nicht. Doch. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich ihn mit dem Bogen schaffe, das ist das Problem, bis er bei mir ist, weil jetzt habe ich ja noch weniger Energie. Oder nehme ich mal den Dolch, weil der irgendwie, der macht ja auch relativ gut Schaden, aber... Wir probieren es mal wieder mit dem Bogen. So, wir warten aber, bis der Typ ein bisschen weiter weg ist. Ist ja logisch. Oh, jetzt geht er weg. So, ich gehe hier hin. Möglichst weit weg. Gucken, ob das was bringt. Lauf, lauf, lauf. Immer schön. So. Er sieht mich nicht, ne? Das ist jetzt so meine Taktik hier. Dass er nicht auf mich zugestimmt kommt. Oh, stirb! Ha! Ja, ich bin so gut. Mal ganz ehrlich. Hock ran, Tote. Befruchte die Frage. Ah, komm, den Spaß machen wir uns. Also, was ist das? Oh, das ist den Spaß. Wieso sind wir... Na... Alter. Alter, ich will meine Kleidung wieder haben. Was denn... Ich habe jetzt so keine Ahnung, wie ich diesen Part nennen soll, ganz ehrlich. Ja, da geht mir die Luft am Ende ein bisschen aus. So, wie komme ich zu der? Achso, hier. Treppe, Leiter runter. Oh, Alter. Ja, ja, Loch ist Loch. Oh, Kollege, oh Mann. diese Spanier haben eine sehr interessante Fantasie von einem Fantasy-Spiel. Oh Mann. Oh Mann. Aber ich würde doch gerne meine Rüstung wieder tragen. Danke. Oh je. Yeah. Ich gratuliere, großartigen Männchen. Wie war das, Schwängern? Oh, das war toll. Ich bin knochentrocken. Hast du meine Kippe? Du großer Champion. Du sollst erhalten die Hokran-Axt. Ja, wer meine Axt erhalten und natürlich möchte ich sofort wissen, was die so kann. 85 Schaden! Benötigt Stufe 3 in Äxte. Mhm. Gut, wir haben ja eh gleich ein Level ab. Dann müssen wir mal gucken, wie weit wir Äxte. Ich glaube, Äxte habe ich noch gar nicht gelevelt. Aber das würde sich ja durchaus lohnen. Ich meine, zumindest ein bisschen besseres Schwert finden und
Jetzt kommt wieder die alte Taktik. Oh, er bemerkt uns nicht mal. Jetzt hat er uns zwar bemerkt. Oh nein, keine Pfeile mehr. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Hä, findet uns nicht mehr. Sehr schön. Haha. Es war jetzt extrem eine Feiglingstaktik, aber seht's mir nach. Ich hab kaum Health. Stirbst du bald? Danke. Münze, immer doch. So, Charakter. Ja, extra haben wir halt eben nur. Also ich bin ja in Rollenspielen schon immer der Schwertkämpfer gewesen. Ich mag da keine anderen Waffen eigentlich, vor allem keine Zweihänder oder sowas. Und auch Magier. Wobei ich aktuell Skyrim spiele sehr viel. Und da bin ich endlich mal zum ersten Mal ein Kampfmagier. Weil ich finde, dass sich das erste Mal in Skyrim auch oder in einem wie Elder Scrolls Spiel lohnt, auch Magie zu benutzen. Effektiv im Kampf. So, ich hätte gern Schwerter. Ganz klar, Konstitution. Noch einen haben wir, ne? Ja, Schwerter haben wir, Streitkolben. Ja, machen wir Äxte. Ach ne, Punkte zu verteilen noch mehr. Okay. Ah! Wunderbar. Konnte ich also doch mehr verteilen. Ah, wunder. Das ist cool. Ja, und Rüstung natürlich. Sehr schön. Jetzt können wir die Dinger hier. Ja, die Dinger hier. Du bekommst Schnelltaste. Ja. 5. So, und ich nehme jetzt auch die. Ja, sollte mir doch ein bisschen Schaden machen, hoffe ich doch. Ja. Ja. Komm, schlag zu. Ja, ein bisschen Schaden. Nur so ein... Wo bin ich? Da. Nur so ein bisschen Schaden. Hey, bam, bam, ist wie Holzfällen. Mach weg. Geh weg. Geh weg. Oh, sehr schöne Waffe. Sehr schön. Trank der Ring. Oh, Heiltrank, Heiltrank. Ich liebe Heiltränke. Früher habe ich immer. Also, es gibt Rollenspiele, wo ich sage: Wer braucht die Teile? Ja, super. Das war so unglaublich genial. Komm, mach mal Licht an. Münze. Ja, wir haben zwar Geld, aber wir haben keinen wirklich guten Händler. Also einen Händler des Vertrauens habe ich ja hier nicht so wirklich. Und hier haben wir alles erledigt, würde ich sagen. Hm. Wunderbar, Bildschirm abgeschlossen. Schlange? Snake? Snake? Snake! Ah, jetzt ist aber noch wichtig, dass wir eigentlich mal zum Speicherpunkt wieder zurückkehren. Ich hoffe, der Aufzug kommt gleich. Das ist jetzt wirklich mal wichtig... Eben weil... Komm schon. Ja, weil sonst... Wird es ein bisschen schwierig hier, die Aufnahme mal auch zu beenden oder so. Mal gucken. Ach, zur Not, ich mache jetzt... Ich beende jetzt hier keinen Part. Aber ich werde schon mal... Ich werde jetzt mal hier rüber gehen. Scheiß drauf. Ich werde es einfach in der Mitte cutten, Leute. Kein Problem. Hab da ja... Mache ich halt ein bisschen... Oh, fuck you. Ja, komm, ich leg mich lieber mit der Schlange an. Als mit den Viechern da unten nochmal. Ich bin vergiftet. Hör mal! Ist doch gut, Schlange! Meine Fresse! Ich brauche unbedingt Pfeile. Oh, ich will da nicht runter. Geronimo! Ich will hoch! Ich will hoch! Lass mich da hoch! Nein! Lass mich hoch! Jetzt spring schon da hoch, du Idiot! Alter Schwede. Ja, sterbe ich jetzt noch in dem Gift, oder? Das kann ja immer noch passieren, so ist ja nicht. Oh, das hört sich so ungut an. Oh, Fledermäuse. Man muss sagen, sie schwingt... eigentlich ganz schnell. Was zur Hölle war das? Ja, gut, nehme ich das einfach als Ende, ne?
Also Leute, vielen Dank fürs Zugucken. War ein ziemlich geiler Part, muss man sagen. Wieso steht da Demo? Hä? Habe ich es nicht richtig installiert? Den Code falsch eingegeben? Hä? Stand letztes Mal nicht da, ne? Okay, werde ich nochmal nachgucken. Interessant, auf jeden Fall. Naja, muss ich nochmal den Code rauskramen. Okay, also ich war jetzt schon beim Verabschieden, deswegen macht's gut, Leute. Bis dann.